Guten Tag, liebe Männer. Ich bin Natalia Pastakova, Partnervermittlung Ukraine. Ich wollte noch ein sehr authentisches Video machen für Sie, damit Sie das auch merken, besser merken. Und ich glaube, die Videos dann werden nicht zu langweilig, wenn ich immer wieder Ihnen erzähle, was Sie machen sollen und wie ist das alles richtig. Und dann im Hintergrund nur dann Computer läuft. Ne? Das ist auch ziemlich langweilig. Wenn Sie sehen, jetzt hinter mir, was Sie tun müssen, was ich Ihnen empfehle zu tun, dann glaube ich, dann bleibt das in Erinnerung automatisch und wenn Sie soweit sind, dann kommt dieses Bild einfach dran, ne, auf. Ich bin zufällig jetzt in Bern, wie ich gesagt habe, ich besuche meinen Kunden und wenn ich dann ein paar Minuten freie Zeit haben werde, dann erzähle ich Ihnen immer schöne Sachen, wichtige Sachen und gebe Ihnen Tipps, die mir jetzt in den Kopf kommen, weil wissen Sie, egal wo ich bin, ob ich Feierabend habe oder freie Zeit habe, bin ich immer Partnervermittlung und ich habe eigentlich immer meine Kunden im Kopf, die noch ihre Liebe nicht gefunden haben. Deswegen mache ich das für Sie ein Video. Also, wie Sie den richtigen Ausflug mit den Frauen machen. Wenn die Frau Sie besucht, damit die Zeit super gelungen ist, machen Sie richtige Ausflüge mit den Frauen. Sie müssen nicht viele machen, Sie müssen nicht jeden Tag irgendwelche Action machen. Aber machen Sie zwei Ausflüge, wenn Sie zum Beispiel, wenn die Dame bei Ihnen eine Woche bleibt, machen Sie zwei Ausflüge, und dann, damit die aber diese Ausflüge wirklich die Frau tief beeindrucken werden. Der erste Ausflug, habe ich Ihnen gesagt, machen wir zum Beispiel in die Natur. Sie haben dann einen wunderschönen Wasserfall mit mir gestern erlebt, Rheinfall. Das kann man in jedem Land finden, glaube ich. So ein bisschen Wald, ein bisschen Natur, ein bisschen Wasser, ein bisschen See, Berge, das finden Sie schon. Und der zweite Ausflug, machen Sie ein bisschen Kultur mit der Frau. Führen Sie Frau, machen Sie einen Tagesausflug in eine alte Stadt in Ihrem Land, in eine sehr alte Stadt. Gucken Sie, was gibt es dann in der Nähe. In Deutschland, was gibt es bei mir in der Nähe, sage ich Ihnen schon. Das ist so Münster, Kevela, können wir dahin fahren. Das ist immer sehr schön beeindruckend. Ich kann überall interessante, so Sanden, es gibt ganz viele schöne Städte in Deutschland, Österreich, Schweiz, was die Frauen tief beeindrucken. Ich bin jetzt in Bern und wissen Sie, da stehe ich hier auf dieser Straße. Ja, ich will gar nicht weggehen. Ja, da kann ich natürlich stundenlang hier bummeln, gucken, hinsetzen irgendwo draußen mit einer Tasse Kaffee und einen halben Tag verbringen hier. Ich zeige Ihnen auch das alles, wie wunderschön ist es hier. Und das ist natürlich so beeindruckend für ukrainische Frauen. Sie müssen gar nichts kaufen. Sie werden hier einfach Straße entlang gehen. Dann werden Sie hier so am Brunnen hinsetzen. So und einfach weiter sitzen. Dann gehen Sie auf die andere Straße, dann gehen Sie zum See und dann müssen Sie wirklich gar nichts tun. Einfach den Tag hier bummeln. Und ich glaube, wie ich gesagt habe, das muss nicht die Schweiz sein. Ich bin zufällig jetzt bei dem Kunden in der Schweiz. Deswegen kommt mir solche Idee, Ihnen zu zeigen, was Sie mit der Frau machen können. Und das ist viel wichtiger als irgendwelche Shopping im Einkaufszentrum. Und ich glaube, Straßenbahn, sehr schön. Und ich glaube, wissen Sie, die Frau wird das viel mehr und tiefer beeindrucken als irgendwelche Jacke bei in einem Kaufhaus zu kaufen. Aber zur Jacke komme ich noch im nächsten Video, mache ich auf jeden Fall noch ein Thema zum Kaufen für Frau, aber richtig. Und wir gehen jetzt zu diesem Ausflug, wunderschönen Ausflug in eine sehr alte Stadt, Deutschland, Österreich, Schweiz. Schauen Sie, was gibt es bei Ihnen in der Nähe. Sie müssen keine Hotels buchen, wenn Sie dann nicht so viel Geld ausgeben wollen, müssen Sie das nicht. Man kann auch mit geringeren Ausgaben gleichen Effekt erreichen, wenn Sie eine schöne, kulturelle, alte Stadt in Deutschland, Österreich, Schweiz finden. Planen Sie unbedingt mit Ihrer Frau, die Sie besucht, einen Tagesausflug mindestens und verbringen Sie dort von morgen bis zum Abend. Es wäre auch schön, wenn Sie ein bisschen was lesen über diese Stadt, dass Sie ein paar Sachen der Frau erklären, auf der Sprache, die sie versteht. So, das war alles. Ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ich habe das richtig vermittelt und ich wünsche Ihnen sehr erfolgreiche Treffen mit den Damen und natürlich, dass diese Beziehung, die Sie jetzt im Moment entwickeln, dass sie erfolgreich ist und dass die Frau Sie glücklich machen kann und dass Sie das große Glück mit dieser Frau finden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich freue mich auf Ihre Kommentare und Likes
und abonnieren Sie unseren Kanal und bleiben Sie bei nächsten Videos auch dabei. Bis dann!